Grüßt euch, Freunde, hier sind wir wieder bei Ark of Aberration und wir haben noch nicht den Karakinos gezählt. Dazu habe ich einfach ein paar Zeher geholt, eine Plattform drauf gebaut und ein Katapult drauf gebaut. Nämlich den Karakinos müssen wir halt betäuben mit einem Katapult. Oder ihr könnt es versuchen mit einem Knüppel, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Dazu müssen wir einfach mit dem Katapult, mit den Steinen auf den Kopf zielen. Dieses netten Tierchen. Am besten stellt ihr euch dafür schräg hin. Wir versuchen mal, das Vieh von hier schon zu treffen, dass es herkommt. Wie man sieht, trifft man das auch nicht so wirklich leicht. Irgendwie treffe ich hier gar nichts. Doch, der Stein fliegt schon, okay. Na, beinahe. Jetzt dann gehen wir halt ein bisschen näher ran. Warten, bis er das andere Viecher tötet. So, jetzt nochmal. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass er das Vieh nicht tötet mit den Steinen. Oh, den habe ich getroffen. Toll. Natürlich könnt ihr auch eine Falle bauen. Also da macht man eigentlich wie bei den Griffins oder bei den Wiefern, wenn man die Wiefermilch holen. Ein großes Tor, locken das rein und dann bauen wir davor Katapulte auf. Also das geht auch. Also muss ich wahrscheinlich noch näher ran. Aber bei dem Tierchen brauchen wir das noch nicht. Das ist nämlich, naja, ich denke mal Low Level. So, hier müssen wir es treffen. So, jetzt treffen wir. Ungefähr auf den Kopf zielen. Deswegen vielleicht eine Falle bauen, weil es dann abhaut. Nachdem ihr es natürlich ein paar Mal am Kopf getroffen habt, fällt es einfach um und wir können es zähmen. Dazu brauchen wir eigentlich nur Fleisch oder halt Filetstücken. Schmeißen wir wieder wie normal ins Inventar und warten ab. Die Viecher sind eigentlich ganz gut dazu, um über die Map zu kommen. Die sind relativ flink unterwegs. Muss mal gucken, nicht, dass hier irgendwas ankommt. Ja, es ist ein niedriges Level, also naja. So, somit haben wir es. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es schön.